Und dann schreibe ich dann willkommen zu dem ersten Frage-Antwort-Video auf meinem Kanal. Ich habe euch ja auf Twitter gebeten, mir bitte Fragen an den Hashtag FragWolre zu schreiben. Und für alle, die es vielleicht jetzt nicht mitgekriegt haben, wollte ich bitte mal bitten, geht mal auf Twitter und schaut da mal vorbei. twitter.com/wolrechrist. Dort bin ich in letzter Zeit sehr aktiv und es werden auf jeden Fall auch weitere solche Hashtag FragWolre-Aktionen folgen. Und eigentlich, wenn ihr da was schreibt, ist es ziemlich sicher, dass ihr in das Video auch reinkommt, denn ich bekomme nicht allzu viele Fragen. Auch diesmal habe ich leider nicht genug Fragen bekommen, um das komplette Video zu füllen. Deswegen habe ich mir einfach noch ein paar Fragen von AskFM rausgesucht, wo ich eben doch ein bisschen mehr Fragen bekommen, einfach aus dem Grund, da es auch eine Frage-Antwort-Plattform ist. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen direkt an und die erste Frage kommt von der Teddy. Er fragt, @wolregritz, magst du Teddys? Wieso sind deine Abos wieder öffentlich? Zur ersten Frage, mag ich Teddys? Ja, Teddys sind eine ganz tolle Sache, ich knuddel auch jeden Abend selbst mit einem. Und wieso sind deine Abos wieder öffentlich? Ja, das Ganze wollte ich sowieso mal ansprechen, denn seit einiger Zeit, ja, haben sie sicher schon einige bemerkt, meine Abonnentenanzahl ist wieder auf öffentlich gestellt. Und diese Frage habe ich in letzter Zeit schon ein bisschen öfter bekommen und deswegen wollte ich das hier einmal beantworten. Es ist ja so, ich hatte lange Zeit meine Abonnenten auf privat, einfach weil ich finde, dass man nicht so unbedingt den YouTuber nach den Abonnenten beurteilen soll, sondern eher so nach der Videoqualität. Außerdem wurde ich früher sehr häufig beschuldigt, eben deswegen, weil ich sehr wenige, im Verhältnis sehr wenige Zuschauer auf meinen Videos habe, aber halt sehr viele Abonnenten sozusagen, dass ich mir Abonnenten gebottet habe. Das habe ich aber natürlich nicht gemacht. Und deswegen habe ich damals meine Abonnenten vor etwa einem Jahr auf privat gestellt. Das Ganze habe ich jetzt wieder rückgängig gemacht, einfach aus folgendem Grund. Ich wurde unnormal oft gefragt, hey, warum sehe ich denn deine Abonnenten auf YouTube nicht? Oder eben auch, hä, du hast ja gar keine Abonnenten, was hast du für ein Problem, Digga, du bist ja voll der Noob. Nur weil die Leute halt keine Abonnenten gesehen haben, dachten sie dann teilweise, ich habe 0 Abonnenten. Dann wurde ich am Tag 200.000 Mal gefragt, wieso sehe ich deine Abonnenten nicht und wie viele Abonnenten hast du denn? Den habe ich dann meistens allen gesagt, ja, wenn ihr schon so anfangt, braucht ihr auf meinem Kanal auch gar nicht erst vorbeischauen, denn ich will solche Zuschauer nicht, die jeden nur nach den Abonnenten hier beurteilen, weil die waren dann wirklich meistens so, sie haben mich noch gar nicht gekannt und so direkt das erste, was sie wissen wollten, war, wie viele Abonnenten hast du denn? Und ja, auch seitdem habe ich einige kleine Beispiele, weswegen es vielleicht ganz gut ist, seine Abonnenten auf privat zu haben, habe ich einige kleine Beispiele erlebt. Ein Beispiel kann ich ja hier einblenden, wo dann einfach jemand meinte, der mich auf Skype angeschrieben hat, hä, warum hast du mich denn geaddet? Normalerweise sind diese YouTuber mit 3000 Abonnenten denn so arrogant und so und einfach um sowas halt nicht mehr so zu supporten, wollte ich halt damals meine Abonnenten auf privat stellen. Das Ganze habe ich jetzt aber, wie gesagt, wieder rückgängig gemacht, einfach weil mich diese Fragen genervt haben. Trotzdem kann ich sehr gut verstehen, wenn das Leute machen. Jetzt haben wir schon mal 3 Minuten über die erste Frage gelabert und ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt noch zu den restlichen komme, aber ich glaube, das war ziemlich das Ausführlichste, was ich sagen konnte. Cheesecrafter fragt, kommen nach der Gamescom dann auch Facecam-Gaming-Videos und Vlogs? @wolrechris, #fragwolre. Ja, also ich habe ja schon des Öfteren erwähnt, dass ich zur Gamescom sozusagen Vlogs machen will. Das ist sozusagen schon eine feste Sache, das habe ich ja schon mal des Öfteren gesagt. Ich werde ja bei der Gamescom dann beim Olvi schlafen und dann werden wir zusammen hier so ein bisschen vloggen. Ja, und auf jeden Fall nach der Gamescom, wie sieht's denn da aus? Vielleicht werde ich auch schon vor der Gamescom ein bisschen sowas in die Richtung machen. Auf jeden Fall schon ein bisschen davor, denn ich habe davor, dass ihr wenigstens zur Gamescom dann wisst, wie ich aussehe, dass falls irgendwelche Zuschauer von mir da anwesend sind, dass wir uns vielleicht irgendwo treffen könnten. Das wäre ganz cool. Ich werde da kein großes Fan-Treff jetzt irgendwie veranstalten, aber wenn wir vielleicht dann irgendwann mit 2, 3 oder 4 Leuten hier mit dem Olvi ein bisschen chillen, mit 4 Zuschauern, das wäre doch schon eine ganz schöne Sache. Und eben deswegen werde ich mich auf jeden Fall davor mal ein Bild von mir irgendwo posten, dass ihr mich auch erkennt. Ich werde wahrscheinlich auch irgendwie so ein Wolre-T-Shirt tragen oder so. Da bin ich eigentlich im Prinzip nicht zu verfehlen. Ob danach Facecam-Gaming-Videos kommen? Wahrscheinlich sogar ja. Ich habe ja vor, irgendwann mal Facecam zu machen. Im Moment geht auch nichts dagegen. Ich habe mittlerweile auch eine Facecam. Ich hatte eine lange Zeit eben keine. Jetzt habe ich mittlerweile eine. Die ist auch so ganz annehmbar. 2009 war das Ultra-Top-Modell. Mittlerweile halt nicht mehr so. Vlogs werden wahrscheinlich aber eher nicht so kommen. Denn das Problem ist bei mir, in meinem Leben passiert einfach nichts so Interessantes, dass ich darüber Vlogs machen könnte. Und ich weiß nicht, wer will denn bitte sehen, wie ich einfach nur sage, ja, ich war heute mal wieder in der Schule. Was ist das für ein super Tagesablauf? Deswegen Vlogs wohl eher nicht, außer vielleicht zu einigen besonderen Anlässen. Ansonsten eher nein. Die nächste Frage habe ich anonym auf AskFM bekommen. Wie gesagt, da sind auch einige dabei. Und die Frage lautet, hey, was hältst du von Gewalt? Ja, Gewalt finde ich eine ganz tolle Sache. Nein, jetzt mal im Ernst, warum stellt ihr solche Fragen? Ich glaube, die Antwort ist sowieso klar. Die nächste Frage kommt wieder von Cheese
Minecrafter, gibt es schon neue Minecraft-Projektideen wie Skylife, die du in naher Zukunft geplant hast. Hashtag FragWolre. Einerseits wäre dann natürlich das gute Projekt, was Zalos schon angesprochen hat in irgendeiner Skylife-Folge, die ich vor ein paar Tagen ja mal hochgeladen habe. Also da wird ein gutes Projekt auf jeden Fall kommen, das kommt auf jeden Fall. Andererseits habe ich mir auch überlegt, ob ich vielleicht mal ein Modpack demnächst displayen soll. Wenn ihr das gerne sehen wollt, dann könnt ihr es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Und wenn, dann bitte auch direkt ein Modpack-Vorschlag. Ich bekomme sehr oft Vorschläge für verschiedene Modpacks, deswegen sollte da jetzt eigentlich einiges kommen. Das heißt, falls ihr es mir auch schon mal auf Skype geschrieben habt oder so, dann schreibt es mir bitte nochmal unten in die Kommentare, da habe ich da vielleicht ein bisschen eine Liste. Und schreibt mir gerne, ob ihr vielleicht so ein Modpack-Let's Play demnächst wieder sehen wollt. Dann werde ich mir vielleicht irgendjemanden schnappen und mit dem zusammen ein kleines Modpack-Let's Play machen. Denn ich will ja in letzter Zeit nicht mehr so viel PvP bringen, wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt. Ich bin da einfach nicht mehr so der Typ dafür. Und ja, deswegen würde ich sehr gerne ein bisschen was in Richtung Mods mal wieder bringen. Celine fragt mich auf AskFM, wann kommt wieder ein Video? Ja, scheinbar jetzt, ne? Und zu guter Letzt noch eine Frage. Hast du Instagram? Ja, ich habe Instagram und das habe ich noch nie in einem Video erwähnt. Deswegen ist es vielleicht ganz schlau, das hier mal loszuwerden. Ich habe Instagram einfach mal auf instagram.com/wolrechris nachzuschauen. Einfach mal vorbeischauen. Ich bin da so mehr oder weniger aktiv. Manchmal lade ich da jeden zweiten Tag was hoch, manchmal dann ein paar Wochen lang nichts. Ich kann nicht versprechen, dass da mega regelmäßig irgendwelche Bilder kommen, aber ab und zu werde ich auf jeden Fall was hochladen und da erfahrt ihr dann meistens immer, wenn ich mir irgendwas Neues kaufe oder so, da poste ich das dann immer so, wie zum Beispiel auch neulich vor ein paar Tagen, als meine Legria angekommen ist, die ich mir ja gekauft habe, um eben Gamescom-Vlogs zu machen, da habe ich das auch auf Instagram gepostet. Ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, wenn ihr wollt, da mal vorbeischauen und ansonsten natürlich auch gerne auf Twitter vorbeischauen, da seid ihr auch sicher bei der nächsten #FragWolre-Aktion dabei. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich will jetzt aber sofort eine Frage stellen, dann könnt ihr auch gerne jetzt schon direkt auf Twitter unter #FragWolre die Frage stellen, denn ich schaue dann einfach nächstes Mal unter dem Hashtag nach und nehme mir da einfach wild alle raus, die ich da irgendwie finde, denn es sind wahrscheinlich eh wieder zu wenige und dann muss ich doch wieder auf AskFM ausweichen. Ja, okay, ich würde mal sagen, das war's auch schon fast mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über eine Bewertung freuen. Ansonsten würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, bleibt schleimig und tschüss!